Also erstmal schönen guten Morgen. Es ist doch jetzt bei dir wie viel Uhr? 8:36 Uhr. Ja, und du bist jetzt in Deutschland, ne? In der Nähe von Hildesheim. Genau. In wunderschönen Niedersachsen. Und du bist wo? Das hast du schon wieder seit gestern vergessen, Bianca. Hildesheim. Nee, ich. Hildesheimer ist die Vorstufe von Alzheimer. Wusstest du das noch nicht? Ach, das erklärt, warum Heidi so mit. Nein. Ja. Nein, nein, das war gemein. Natürlich ist sie nicht so, wie auch immer das ist. Also hier ist es 16:30 Uhr nachmittags. Also ich bin in Melbourne. Also ich bin die Ingrid übrigens. Und das hast du auch vergessen. Ich bin Ingrid und ich wohne hier in Melbourne mit meinen zwei Töchtern. Meine Pre-Teenies, die sind auch schon jetzt etwas älter. Und die machen sich gut voran. Und was ist mit dir? Ich wohne hier im wunderschönen Niedersachsen, Ja. auf einer, ja, im Wald quasi, im wilden Wald, mit meinem Mann und meinem Enkel. Genau. Ja, richtig. Du hast ja praktisch den ganzen Berg für dich alleine, ne? Für euch. Yeah. Das hat nicht jeder. Hat nicht jeder. Und dieser Berg steht unter Naturschutz. Wir sind vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Wirklich? Is that so? Ja, tatsächlich. Ja. Aha. Ich bin sozusagen die Wächterin vom Osterberg. Na, ist ja schön. Und was für Tiere sind denn da, was da aussterben? Also wir haben bis jetzt das rote Widderchen entdeckt. Das ist eine Schmetterlingsart, die vom Aussterben bedroht ist. Dane und ich, wir machen hier viel Wanderung und entdecken den Wald. Ne? Und ich mache dann Fotos mit dem Handy und dann gucken wir nach, was das für ein Tier ist. Also wir haben noch nicht viel gemacht, aber es gibt eine seltene Orchideenart hier. Die hat uns eine Frau gezeigt, eine Wanderin. Und halt das rote Widderchen. Aber es gibt bestimmt noch mehr. Ja, das ist krass, ne? Dass ihr da theoretisch auf dem Berg da wohnt, ganz für euch alleine und da sind auch noch ja, Tierarten und Pflanzenarten, die sonst nirgendwo sind und die wirklich nur sich auf dem Osterberg beziehen. Ja, krass. Das ist krass. Ich sag mal nicht nur auf dem Osterberg, aber halt da, wo die Natur noch unberührt ist, ne? Davon gibt es ja nicht mehr so viel. Der Mensch macht sich ja alles untertan quasi, leider. Genau. Du wohnst direkt in Melbourne? Nein, nein, ich wohne. Das ist ein bisschen anders wie in Deutschland, weil in Deutschland gibt es sehr viele kleine Villages überall, ne? Klar, ihr habt da auch eure Hauptstädte, so wie Hannover oder Hamburg oder so. Wir haben hier auch Melbourne City, das CBD oder Central Business District, ne, wo die großen Gebäude sind. Man kann da auch wohnen. Aber alles andere ist so Greater Melbourne Metro heißt das, ne? Und das ist dann 35 Kilometer, 40 Kilometer lang, dieses Metro Area, ne? Und in dieses Metro Area, da gibt es verschiedene kleine Suburbs. Und ich wohne in einem von den Burbs oder den Suburbs, ne? Und ich bin in Dufton. Kleines, feines Dufton. Ja. Toll. Ja, das ist praktisch. Also ich finde Dufton ganz, ganz in Ordnung. Ist vielleicht nicht jeder, aber ne, für uns passt es doch ganz schön. Ja, und erzähl doch mal, wie lange kennen wir uns? Wie haben wir uns kennengelernt? Ich meine, ich bin hier in Melbourne und du bist in Europa. Ja, genau, wir sind uns in Europa über den Weg gelaufen. Das war bei Heidi und Friedrich. Ich kann mich daran erinnern, dass du draußen gestanden hast im Marienrodel und Wie wollte. jeden Tag? Da stand ich draußen auf der Ja, Straße mit in einer Kippe in der Marina. Hand. Ja. Mit einer Kippe in der Hand. Ja, das kann gut sein. Das kann gut Wenn sein. ich. Sorry, So wie ein ne? Penner Genau. stand ich da mit der Kippe in der Hand. Ja, und So in hast da etwa. mit hast da, darf ich das sagen, hast da ein bisschen geflirtet. Was? Ein bisschen geflirtet. Mit wem? Mit Gerald. Ich?
Hab mit Oder? Gerald geflirtet. Oh, das Nee, kann, das sind. das, ne, das Nee, kann sein. Das kann sein. Ich meine, wir reden ja auch schon vor 15, 16 Jahren. ja, Das genau. gut möglich, dass ich damals mit Gerald geflirtet Aber habe, da. das, glaube ich, hast du nicht gemacht. Ich habe das jetzt gerade nur Ausgedacht. abgekürzt. Ja, Genau, vielleicht. ja. Na, vielleicht besser so. Ja, das Zinker, Zinker, das haben wir uns jetzt ausgedacht, ne? Ja, ist richtig, schon klar. Okay. Ja, das also, ne? Da warst du ein ziemlich krasser Teenager. Ja. Ja, schon richtig. Also damals, da war ich schon gut drauf. Es war lustig, ne? Ja, daran hat sich nichts geändert. Oh, jetzt doch bin ich ein bisschen ruhiger. Ne? Und ich flirte natürlich nicht mit Gerald. Nicht, dass das jemals passiert wäre. Nein, nein. Jedenfalls nur ein bisschen Aufklärung. Also Heidi und Friedrich, wir haben ja vorhin Heidi und Friedrich erwähnt, die gehören zu meiner Familie. Also Heidi Heideltraut heißt in Wirklichkeit, das ist meine Tante. Und Friedrich, das ist mein Onkel. Und Friedrich ist ja ein Pastor, ne? Pastor von, also er war früher Pastor von Ecclesia. Und ja, die wohnen zusammen in ein kleines Dörfchen, das Marienrode heißt. Das ist ein idyllisches Dörfchen, das beste Dörfchen Deutschlands. Auch sogar vor Mosterberg. Absolut. Und, aber nur knapp, nur knapp. Und jedenfalls, ja, also wir sind alle zur Ecclesia damals gegangen. Also ich nicht immer. Ich war ja auch auf dem Internat. In Elze damals. Ich wohnte ja auch knapp außerhalb Hildesheim in Elze, aber ich bin ja ab und zu zum Besuch gekommen und da war ich ja dann bei Heide und Friedrich und dann haben wir uns ja in Ecclesia kennengelernt. Und In die ich habe Kirche. damals, entschuldige, habe ich dich jetzt unterbrochen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe damals bei Heidi und Friedrich 3 Monate gewohnt, nachdem ich 2 Jahre in Spanien gelebt habe. Das war 2003 im Januar. Bin ich nur mit einer Tasche voll Klamotten in Deutschland gelandet. Und Heidi und Friedrich haben mich aufgenommen. Ich habe unten in dem Bügelzimmer von Heidi gewohnt. Das war damals noch ihr Bügelzimmer. Ja, richtig, richtig. Sie hat ja nicht sonst gar nichts da drinnen, nur ganz viel Schrott. Das war so ein Schrottbügelzimmer. Ja, Nee. Es war eigentlich ein sehr gemütliches Gästezimmer. Nur, dass es halt ihr Bügelzimmer war. Sie ja, hatte als nur. du da ankamst, ja, Ja. da wurde es plötzlich zum Gästezimmer. Aber Genau. davor, ne? Ach so. Okay. Und genau. Und die beiden haben mich dann aufgenommen. Das war total nett. Es war richtig, richtig gut. Ich wusste nicht wohin und hatte nichts. Und Ja. die haben dann echt so, ne, ganz pastoral, Friedrich der gute Hirte und Heidi die gute Hirtin. Kennst du ihr Bild in der Wohnstube mit dem Mädel, was die Schafe hütet? Ja, sicher. Das alte Bild Ich da. liebe dieses Bild. Das passt auch so ein bisschen zu Heidi, so ein bisschen. So, also ich mag dieses Bild total. Genau, und dadurch haben wir uns auch kennengelernt. Das war so der Anfang. 2003. Also sind das jetzt schon 15 Jahre. Ja. Und damals hatte ja, deine Tochter war ja auch noch damals dabei, ne? Die Angie. Die habe ich im Mai zu mir geholt. Also dann bin ich ja, Heidi hat mir dann nahegelegt, ich müsste mal langsam arbeiten und mir eine Wohnung suchen. Bevor ich mir da zu gemütlich mache. Ja, genau, richtig. Geh arbeiten, so wie Heidi. Richtig. naja, sie hat. Ne, ist egal. Ich habe auch in ihrem Garten, ich habe ihren Garten wieder ein bisschen fit gemacht. Also, wir haben schöne Sachen zusammen erlebt, auf jeden Fall. Ich habe mir da eine Wohnung gesucht, direkt im Hildesheimer Wald, in der Nähe von Heidi und Friedrich. Und dann habe ich mein Kind zu mir genommen. Meine Tochter war damals. Mensch. Lass mich kurz überlegen. 14. Und habe meine Tochter zu mir geholt, die ich 7 Jahre nicht hatte. Und habe dann quasi als, ich war 2 Jahre wiedergeborene Christin zu der Zeit und habe dann Angie zu mir geholt, die bereits schon kaputt war, kann man sagen. Sie hat schon ihre Erfahrung mit Drogen gemacht und mit einer Stiefmutter und Ach, damals schon. ja, Vernachlässigung, ganz krass, ganz, ganz krasse Geschichten hat sie erlebt, Okay. während ich mich in der Welt rumgetrieben habe. Ich kann das ruhig so sagen, ich habe da Frieden drüber. Ich muss mich hier auch nicht mit Lorbeeren schmücken, habe ich nicht vor.
Genau, und dann habe ich halt mein Kind zu mir genommen und dann haben, ne, und genau, Gerald und David und Timon, die waren noch so klein. Ja, die Da waren waren eigentlich. witzig, ne? Wenn du bedenkst, hier besonders mit Timon. Timon und David, das sind jetzt meine Cousins. Die sind die richtigen Kinder von Tante Heidi, von meiner Tante Heidi. Und Gerald ist der Stiefsohn von Tante Heidi. Also wir sind nicht blutsverwandt, ne? Nur um das mal klar zu machen. Aber nicht, dass ich das klar machen müsste. Naja, okay, also. Jedenfalls, ja, der Timon, der war ja, der ist 6 Jahre jünger als ich, ne? Ja, der David, der ist 3 Jahre jünger und dann kommt der Timon und der ist 6 Jahre jünger. Und damals, als er noch kleiner war, vorher so in der späten Pubertät reinkam, ne? Der war so ein richtig winzigen Braten, ne? Der war so richtig so schlumpfhaft. Und der war so richtig klein und dürre und alles. Und jetzt, der ist riesig, so Eiffelturm-mäßig, ne? Immer noch dünn und schlank, ne? Aber der hat sich so richtig so kräftig gemacht, so mit den Muskeln und so. Und der ist ganz schön groß geworden, ne? Der Teenie. Würde man nicht wiedererkennen. Ja, ich habe irgendwas war mal mit Timmy, also Timon hatte auch mal einen Traum von mir irgendwie. Irgendwas war kaputt, hat Heidi mir erzählt. Und dann hat er zu seiner Mama gesagt, dann gibt's doch Bianca, die näht das wieder. Also irgendwie habe ich mal was genäht und dann hat er auch irgendwie, ne, das, also der Traum war noch ein bisschen anders, aber war total niedlich. Ich bin allerdings, ich habe ihn vor einiger Zeit mal gesehen und jetzt auch war ich ja mit David in Berlin und bin total erstaunt, was, ne, man sieht sich ja selber nicht, aber was aus euch allen geworden ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altbacken. Aber Timon war damals schon mein erklärter Liebling. Ich weiß nicht warum. Ja, der war dein Liebling. Also ich mochte damals Okay. David. Ja, David war David immer, mag ich ja auch, aber Timon, weil der so zart und schmächtig war, ich habe dann immer ein Herz für die. ja, vielleicht du, weil Ne? du warst ja schon Mutter und alles Mögliche. Genau, und bei dir war das auch so, weil du warst so wie so ein bisschen wie so eine Outcast. Also du kannst. Sorry, Ich war ein Outcast. Ich bin ein Outcast. Okay, um für das so mich nicht. aufklären. Du gehörst zu meiner Familie, insofern bist du kein Outcast mehr. Oh, gut. Phew. Ne? Family is what you make out of it. Ja, ist richtig. It's not Und what you're born into, but. brauchst ja keine Blutverwandte zu sein, um Familie zu Ja. sein, das ist klar. I adopt you right away, honey. Don't worry. Don't worry, be happy. Ja, genau. Genau. Und, aber ich sehe so wirklich dieses Haus, Friedrich und Heidi und das, der Garten drumherum, das tolle Kloster in Marienrode, da bin ich Ja, viel das Kloster gegangen. ist ja umwerfend schön, ne? Und das auch mit Ja, dem Teich und alles Mögliche. der Teich, die Mühle, einfach die Natur. Das ist ein wunderschöner Ort. Kennst Und du ein die beiden. schöneres Ort als Marienrode? Nee. Ehrlich? Nee, ich auch nicht, ne? Obwohl Armejón in Spanien ist eine raue Schönheit, eine raue spanische Schönheit, kann man sagen. Und in So Irland, ungeschliffener Diamant, so. ja, und in Irland gibt es in Donegal a Tree Nursery, mein Freund Jay. Das ist ein beautiful, beautiful place mit einem Lake und wir hatten einen riesengroßen Garten, der ist, ne, Gärtner hat Business, hat sein Haus mit einem Glashaus und mit Moos bedeckt und mit einer Windmühle. Oh, Das ist schön. ein Aber Traum, in wirklich. Marienrode gibt es ja auch eine Windmühle, ne? Tatsächlich. Ja, Ah ja, du. dieses Haus, ne? Nee, ist eine Windmühle. Eine richtige. Also ich glaube, ja, da ist ein Zimmer innen drin, wo so Schulklassen so reingehen und alles Mögliche, ne? Ja, Aber das ist eine mein richtige Windmühle. Ja, das stimmt. Und das wird übrigens vermietet von der Firma, bei der ich jetzt als Putzfrau arbeite. Die Ach, vermietet. wirklich? Ja. Aha. Also wenn wir mal ein Event starten wollen, vielleicht kriege ich Rabatt. Da kann man so bis zu 100 Leute feiern und man kann auch da übernachten und Feuer Boah, machen. Und, so groß ist das innen drin. naja, ich sag mal, man kann mit vielen Leuten feiern und übernachten kannst du vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Betten die haben, ne? Da ist noch so eine Baracke mit. Nee, die haben nur 30. Ihr müsst euch drüber streiten, ne? Viel Glück. Aber feiern kannst du halt mit mehreren Leuten, Ja, ne? Mit nee.
müssen ja nicht alle da übernachten, aber es ist eine schöne Location, ja, sehr, sehr schön. Kann man gut eine Party feiern, Ja. genau. Nur das eine an Marienrode, was mich schon ein bisschen stört, ist da ist kein Bus oder so, ne? Ja, du Und darfst 1 Kilometer laufen zum Hildesheimer Wald, dort hast du dann die nächste Bushaltestelle. aber das ist eine ganze Ecke, ne? Also das sind Ja, schon ein paar aber. Kilometer und dann steif berghoch, ne? Ja. Das ist kein Spaziergang. Dafür kannst du auf dem Rückweg runter joggen, wenn du möchtest. Runter, ja, das muss man sogar, weil es so steif ist. Oder du kannst sogar runterkullern. Kann man ja auch probieren, ne? Genau. Ja. Genau. Also, da haben wir uns kennengelernt, in diesem wunderschönen Ort. Und Kleines soll ich Örtchen, ja. auch sagen, ich war mit Heidi auf dem Friedhof in Marienrode, wo Friedrichs erste Frau begraben ist. Die Ne? auch Heidi hieß. Genau. Ja. Und dort habe ich mit Heidi das Grab von Friedrichs Frau gepflegt. Da hast du Ne? mit Heidi den Grab von Heidi gepflegt. Ja, Genau. das, ja. Und da habe ich dann eine Freundin kennengelernt, die das Grab ihres verstorbenen, auch Pastorvaters gepflegt hat, Christine. Und mit dieser, also wir haben uns quasi dort auf dem Marienroder Friedhof kennengelernt. Und Und mit die dieser hieß auch Christine bin ich. Heidi. Ach so, okay. Nein, nein, nein. Komm, Schätzelein. Ja, okay, das war schon wieder übertrieben, ist okay. Ja, aber macht nichts. Und ich will dir nur sagen, dass Marienrode wirklich ein toller Ort ist. Und mit dieser Christine bin ich heute noch befreundet. Wir haben auch eine ganz, ganz interessante Freundschaft, die sich so entwickelt im Laufe der Jahre. Einfach ein guter Ort, wenn man Leute kennenlernen will, leckeren Kuchen essen will. Also Heidi backt den besten Kuchen überhaupt. Sie ist Ja. leidenschaftliche Köchin und Ja, sie hat's drauf, auf jeden Fall. Das hat sie drauf. absolut. Sie ist ein ganz wunderbarer Mensch, eine ganz wunderbare Frau und Mutter und auch Ja, auf für jeden mich Fall. eine richtig gute christliche Schwester. Kann ich dir eine kleine Story erzählen? Ja, aber natürlich, deswegen sind wir doch hier. Ah, cool. Wie sie mich auf den Pott gesetzt hat quasi. Ich war ja dann wiedergeboren und stand vor dem Nichts, habe quasi alles verloren, hatte auch nichts und war auch nichts. Und dann habe ich aber immer zurückgeguckt in mein altes Leben. Ich bin ja viel gereist, durch Europa getrennt und habe ganz viel demonstriert und ganz viel Abenteuer erlebt und war jetzt in dieser spießigen Gegend bei diesen ganz, ganz normalen, konservativen Leuten. Und ich war ja bin ein ziemlich crazy Typ so, also so ein bisschen old hippie. Also ich interessiere mich für ganz, ganz viele Sachen und habe immer zurückgeguckt in meine Vergangenheit mit so einem weinenden Auge, ne? Neugeboren und jetzt fängt das Leben mit Jesus an und wie soll das werden? Und ich habe so ein ziemlich verrücktes Leben hinter mir. Und dann hat Heidi gesagt, so richtig, so kennst du sie, ihre Art so, ne? Und dann hat sie mich angeguckt mit ihren braunen Augen so wirklich so, jetzt hör mir mal zu. Ja, mit den Finger. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ja, total. Also es war richtig krass. Und Ja. dann, aber auch so ganz in Ruhe und ernst und liebevoll hat sie gesagt, als Gott Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt hat, ne, hat Lots Frau zurückgeguckt, obwohl Gott gesagt hat, schaut nicht zurück und ist in eine Salzsäule verwandelt worden. Die steht heute noch da, übrigens diese Steinsalzsäule, ne? Und wo steht Das ist das? passiert. Ich weiß nicht, wo Sodom und Gomorra war, an welchem Platz, aber ich kann das, wie sagt man, ich kann das raussuchen, ne? Ich kann diesen Ort raussuchen. Das ist ganz interessant. Ich war ja bei Israel, ist gut zu wissen. Vielleicht sollte ich mal hingehen und mir das angucken. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ne, das ist so ein mahnendes Beispiel, was passiert, wenn man laufend zurückguckt. Also ich fand das total gut, Ja, weil dann habe ich dann. deswegen mache ich das nie, so dass ich nicht zum Stein verwandelt werde. Ja. Tatsächlich. Ja. Also Nie ganz abgewöhnt zurückgucken. habe ich, Einfach ganz vorwärts. abgewöhnt. Ich habe es mir noch nicht March. abgewöhnt, aber ich fand das total gut. Es hat mir einfach den Kopf nach vorne gedreht. Und das fand ich cool. Also, Ja, Gott sei ne? Dank. Sonst wär's jetzt Ja. auch Stein. Wahrscheinlich. Und Ja. immer noch würde schielend nach hinten irgendwie wie so eine Krabbe durch die Gegend laufen. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du damit so rüberbringen und was auch Tante Heidi damit rüberbringen wollte.
Das kann richtig aufhängen, ne? Wenn man ständig zurückguckt und sich Gedanken macht, was früher so passiert ist und sich nach das Alte sehnt, was nicht mehr da ist, ne? Also das kann richtig aufhängen, mit Sicherheit. So, jetzt müssen wir langsam ein neues Thema anfangen. Ich sehe gerade die Uhr. Ist das okay? Wir haben vier Themen. Ja, aber natürlich. Also, was wollten wir denn Ist okay, besprechen? wenn ich Also, das ja, so sage? bitte? Ist okay, wenn ich das so einflechte? Ja, natürlich. Sicher, Ja, gut. klar, wir müssen ja auch weiter. Okay, wir haben. Wir wollen ja nicht Also ich Stein werden glaube, oder so. darf ich kurz, sorry. Das ist ja scheiße. Der Stein. Ich schicke dir demnächst mal einen coolen Stein vom Osterberg. Wir sind steinreich hier übrigens. Das ist so ein Stein-Lehmberg, ne? Also es ist schon eine ganz interessante, also ein super guter Boden für Rosen. Ich habe ganz tolle Rosen angepflanzt, alles duftende. Also ich glaube, damit haben wir erstmal das Thema Hidden Treasures Ja, richtig. gecovert. Ja, also wir hatten da vier Themen, so Hidden Treasures in Women, haben wir zwar gesagt. Ich wusste nicht recht, was ich mir drunter vorstellen sollte. Das könnte viele Sachen sein. Hidden Treasures in Women, also hab ich da nichts recherchiert. Die anderen Themen waren Female Leadership, Funny Moments und Männer. Männer, das Genau. große Thema, Ich Männer. glaube, also Hidden Treasure, würde ich sagen, haben wir jetzt zumindest angerissen, weil wir haben uns beide vorgestellt, ne? Wir haben Heidi etwas näher vorgestellt, weil sie auch ein Ja. Vor, also für mich ist sie ein Vorbild auf jeden Fall. Ja, Sie ist für mich ein auch, besonders als ich jünger war, ne? Genau. Da ich keine Mutter hatte, ne, eine Genau. ganze Weile, seitdem ich ziemlich jung bin, da ist die Tante Heidi eingesprungen, vielleicht nicht mehr so heutzutage. Ich bin ja auch jetzt ein bisschen älter. Wir wollen ja nicht den Alter sagen, aber ne, wir könnten beide zum über 30 Disco gehen, wollen wir das so sagen, ne? Also die Tante Heidi war, ja, sie war damals auch wie eine Mutter für mich und unter anderem, das war ja die Gudrun auch, eine andere Bekannte von uns, also sie war auch dabei und ja, sie war mein Hidden Treasure auf jeden Fall. Genau, also, ne, also das ist, weil sie hat, das ist das, also sie hat eine raue Schale manchmal, aber Ja. sie ist ein ganz, ganz wunderbarer Mensch. Das ist so, Ja, ich glaube, Tante Heidi, die Tante Heideltraut, die ist so eine. Heidetraut ist auch ein super Heideltraut! Name. Heideltraut! Weißt du, die ist so eine Person, die muss man sehr, sehr, sehr lange kennen und dann auch sehr gut kennen, um wirklich zu sehen, was für eine tolle Person sie doch wirklich ist, ne? Und ich meine, das Ding ist, man muss sich ja auch die Mühe machen, sie kennenzulernen, weil viele Leute, die machen sich nicht richtig die Mühe, Leute kennenzulernen, richtig, ne? Oder die nehmen sich nicht die Zeit. Aber wenn das hier jemand zuhört und die nehmen sich die Zeit, meine Tante Heideltraut kennenzulernen, sie geht zur Klesi am Sonntags, ne? absuchen. Auf jeden Fall, wenn ihr meine Tante Heidi kennenlernt, wird ihr genauso sehen, es ist eine echt klasse, klasse Person. Kann man nicht anders sagen. Ja, also wirklich eine von der Rare Breed quasi, Ja, weißt du? sie ist richtig da, Nail on the Head. Die ist so Ja. ein Rare Breed, das sieht man nicht, so ein Charakter findet man nicht sehr oft. Ne? Also sie hat Charakter und zwar viel davon. Und dass überhaupt so einen richtigen Charakter, so eine Art, sieht man heutzutage selten, ne? Die hat es aber und sie ist echt eine spaßige, lustige, nette, liebe Frau. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt, ihr habt, das ist der Humor, den Sie hat hat einen Heidi auch. Also Humor. Ja, sie hat so ein richtig scharfes Humor. ja. Jetzt verstehe ich, dann müsste ja dein Opa das gehabt haben. Bei Hella habe ich den noch nicht so entdeckt, aber das kann ja noch kommen. Hella ist meine Oma. Wir reden über meine Oma. Die Bianca kennt Hella auch, flüchtig. Und nee, ich kann dir sagen, Hella hat keinen Humor, aber naja. Und mein Opa, ja, hat man nicht so oft gehört, sein Humor. Ne, der war ja sehr ruhiger Kerl. Er war allgemein ein sehr ruhiger Kerl, aber wenn, dann war das auch so deftiger Humor, ne? Ja, das. Ja. Aber das mit dem Humor, bei Hella, das teste ich gleich nächsten Mittwoch, teste ich das aus. Viel Das ist Spaß. interessant. Sag mir doch, wie das Ja. geht. Ja, okay. Aber Aber okay. auch mit Hella, ne? Es ist ja nicht altersbedingt. Kannst nicht sagen, dass es altersbedingt ist, weil ich kenne sie auch von früher. Ich kenne Hella schon über 30 Jahre, ne? Und ja,
Und sogar, ja, gucke mal an. Und sogar als ich jünger war, da hat sie keinen Humor gehabt. Da war sie nicht, sie war überhaupt nicht witzig. Sie war sehr ernst und so auch in der Familie, sie hat sehr viel gemeckert und das tut sie heute noch, ne? So wie eine Mutti eben oder eine Großmutti. Wollen wir dann damit überschwenken zu führenden Frauen? Ich habe gestern ein bisschen recherchiert noch. Leading Frauen, ja, ich wollte drauf hinkommen, Bianca, aber du hast mich unterbrochen. Sie hat Entschuldigung. zwar, sie meckert und sie hat zwar keinen Humor, okay, aber sie ist ein Leader. Und die Frau, die kann leaden, das sage ich dir. Eine ganze Familie kann sie leaden und auch in ihr Beruf früher, da war sie doch auch ein richtig toller Leader und sie hat den Jungs geführt. Sie war obendrauf auf den Jungs. Nicht so. Aber sie war auf jeden Fall ein Leader. Und Head of the Boys. ja, richtig, Head of the Boys. So auf Englisch gesagt. Ja. Genau. Und ich meine, Frauenliedern gibt es öfters heutzutage. Nicht so viel früher. Aber in den letzten 10, 15 Jahren, da hat man, ich bin der Meinung, dass man wirklich so einen Aufstieg gesehen hat in Frauen und Frauenleadership. Was meinst du? Also, ich hatte als Teenager, als ich 13, 14, 15 war, war mir Joan of Arc immer ein großes Vorbild. Ich wusste aber nicht viel über sie. Ja. Es wurde auch nicht wirklich in der DDR wurde das nicht an den Schulen gelehrt. Aber ich habe irgendwie Wind von ihr bekommen. Ach, durch den Song von OMD, Joan of Arc. Kennst du diesen Song? Oh, Nee, leider den nicht. musst du dir mal anhören. Toller, also das war damals mein Lieblingshit. Und dadurch bin ich auf diese Frau gestoßen und ich fand ihren Tod so heroisch und ich fand es so toll, dass sie für ihre Überzeugung so eingestanden hat, dass egal was, sie hat niemanden entsagt, sie hat Gott nicht, ne, nicht abgesagt und hat zu dem gestanden, woran sie geglaubt hat und wurde halt dafür auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und das hat mich halt, hat mir imponiert, weil ich dachte, boah, da ist jemand, der ist so überzeugt, dass das Leben einfach ist nur, ne, das Leben ist einfach nur Leben. Man muss auch für seine Überzeugungen einstehen, also auch wirklich mit Haut und Haar quasi. Das hat mich total beeindruckt als Teenager. Ist aber mittlerweile gibt es, glaube ich, auch andere Frauen, die, also ich bin, ich muss sagen, ne, wo ich hingucke, ich muss sagen, Frau Merkel ist ja, ich muss das jetzt zu Ende führen, oder weiß noch nicht genau wie, sie ist ja sehr umstritten stellenweise, aber sie führt Deutschland schon viele Jahre und ich möchte diesen Posten nicht mal eine Minute haben Ja, die und Merkel ist dafür. zwei, seit 2005 ist sie da. Also das sind jetzt 13 ganze Jahre, ne? Und ich glaube, ihre Supporters in Deutschland, von denen wird sie sogar Mutti Merkel genannt, weil sie jetzt so lange da ist, ne? Ja, das ist schon, sie selber hat ja keine Kinder, keine eigenen, also ihr Nein. Mann hat ein Kind mit in die Ehe gebracht, sie haben jetzt auch Enkelkind, glaube ich, ein Enkelkind. Insofern weiß ich nicht, also ich sag mal Paragraph 218, wenn sie wirklich Mutti Merkel wäre, hätte sie diesen Paragraphen schon längst verändert, zum Wohl für alle, nicht einfach einlastig, ne? Das Ungeborene kann einfach weggemacht werden, ohne darüber weiter zu diskutieren, ohne da dem Ungeborenen eine Stimme und eine Chance zu geben. So geht das nicht. Insofern, Mutti Merkel finde ich total unkorrekt, aber ich respektiere sie und achte sie für das, was sie geschafft hat. Sie hat, ne, so ein Land 13 Jahre zu führen. Ich meine, Europa ist in meinen Augen eigentlich schon ein sinkendes Schiff, weil Europa eine christliche Kultur ist. Also wir haben eine christliche Kultur und also ich liebe die Moslems und ich möchte mich hier nicht falsch verstanden wissen. Für mich ist jeder Moslem hier herzlich willkommen. Aber der Islam ist kein Teil von Deutschland und der Islam ist auch kein Teil von Europa und wird es auch nicht werden und nicht sein, weil die Religion des Islam mit dem Christentum nicht vereinbar sind. Der Islam ist eine radikale Religion. Da wird der Tod der Ungläubigen gefordert. Also alles, was nicht an den Koran glaubt, darf ne, um die Ecke gebracht werden, quasi mit Genehmigung und wahrscheinlich noch geheiligt werden.
Und deswegen passt der Islam nicht zu Europa. Und aber das ist ein anderes Thema. Entschuldige, ich schweife ein bisschen ab. Frau Merkel an sich, ich finde es total gut, dass sie es geschafft hat, bis jetzt wirklich auf ihrem Stuhl sitzen zu bleiben. Also manchmal. Allerdings, allerdings, und das würde sie nun mal nicht machen, wenn sie doch nicht fähig wäre, oder? Ja. Ganz genau. Und diese Lorbeeren und dieses Lob seien dir von Herzen gegönnt. Wir dürfen, ne, also ich bete jetzt nicht so oft für sie, ich bete schon für unsere Obrigkeit, das wollen wir ja so machen. Und aber ich finde es nicht gut, über sie schlecht zu reden. Das finde ich einfach respektlos. Muss auch nicht sein. Ich glaube, man sieht, wie du auch gerade gesagt hast, man sieht ganz einwandfrei, dass sie es doch schafft. Und sie hat es eine ganze 13 Jahre lang bis jetzt geschafft. Ja. Ob sie jetzt das 14. Jahr schafft, höchstwahrscheinlich, weil sie ist sehr fähig. Und auch wie du gesagt hast, den Job will eigentlich gar keiner machen. Also, ne, die labern, man labert gerne schlecht über sie, habe ich das Gefühl. Und ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keinen in meinem Freundeskreis, die gut über sie redet, leider, außer Oma, ne? Aber das, Ähnlich also hier. ja, Ähnlich hier. sehr schnell schlecht reden, aber guck mal, was die Frau ja doch alles macht, ne? Genau. Das kann keiner machen, das möchte auch keiner machen, ne? Also Genau. lass es stecken, ne? Lass die Vorurteilung hier stecken. Und was ich an ihr persönlich bewundere, ist ihre Ja. Schlichtheit. Ne, also sie lebt nicht in Prunk, sie fährt keine Yachten, sie, ne? Und Ja, richtig, ich meine, richtig. das spricht für sie. Auch wenn manche Entscheidungen kann ich nicht verstehen, muss ich auch nicht. Wie gesagt, ich sitze nicht auf ihrem Posten, ich habe ihre Schuhe nicht an. Ne, ich habe ein freies, gutes Leben in diesem Land noch, Gott sei Dank. Und genau, und ich finde, also Leute, die über sie schlecht reden, ne, das ist einfach respektlos. Also man darf bestimmt auch Kritik sagen, aber mit einem gewissen Respekt. Und den sollte man ihr gegenüber zollen für das, was sie leistet auch. Ne? Richtig. Und das andere Ding ist auch hier mit ihr Aussehen. Sie wird sowas von verpöbelt. Ne? Genau. Dieses 64-jährige Frau. Ich meine, sie ist keine 18 mehr. Sie ist 64. Ne? Ja. Und dieses 64-jährige Frau wird ständig, besonders von meinen männlichen Freunden, ne, wird ständig verpöbelt wegen ihr Aussehen. Und ich finde das sowas von derbe. Ne? Das ist Ja. sowas von derbe. Die Frau hat's drauf. Weißt du, sie Ja. hat ihr Job richtig drauf. Und weißt du, was kümmert ihr euch über ihr Aussehen? Weißt du, was will sie denn von euch? Gar nichts. Was, weißt du, was das geht Ja. ihr euch doch gar nichts an, weißt du? Ist doch richtig schön zu sehen, dass diese Frau so viel mehr Mühe in ihre Arbeit reinsteckt, anstatt ihr Aussehen, ne? Yes. Und Aber ich sag, ja, sorry. nein, ich wollte nur. That's very superficial to really judge someone by his outside appearance. It's Ja. so superficial. Ne, das ist einfach nur heutzutage diese ganze, wie soll ich sagen, diese ganze Oberflächengeschichte geht mir so Absolut auf den richtig Keks. oberflächlich, Ne? ja, in der Ja. Society in general, ja. Ja. Und ne, take time and look someone in the eye and then start. And then start thinking before you open your mouth and say something very stupid and superficial, really. Naja, wenn es um sowas so richtig shallow, ne? Wenn es um sowas richtig shallow geht, von wegen hier, ach, die Merkel, die sieht ja so aus, ist sie Mann oder Frau oder Kerl, wissen wir nicht. Also irgendwie so ein Kack, was dann immer vorkommt, ne? Da muss ich dann immer denken, sag mal, habt ihr euch selber im Spiegel Ja. angeguckt? So true. Nur nebenbei, ne? Ja, und ne, und genau, und also das sind so Sachen, wo ich denke, so eine Sachen, da machen wir hier auch einen Cut und kommen gleich zur nächsten. Hast du denn eine Leadership Woman, über die du sprechen Ja, möchtest? also ja, die Merkel, die war tatsächlich auf meiner Liste, also die war drauf. Ah, freut Aber mich, sehr schön. ja, aber hier ein krasses Unterschied, wenn wir schon hier von wegen Aussehen reden und so weiter. Wir haben doch, also nicht wir, aber Kroatien hat doch jetzt eine Präsidentin. Ne? Also das vierte Präsident oder Präsidentin von Kroatien und die heißt Kolinda Grabar-Kitarović. Ne?
Die ist mittlerweile auch 50, sieht aber aus wie 35 und als ob sie gerade aus dem Playboy-Heft rausgefallen ist. Wir übrigens auch. Ja, oh ja, ja, mit Sicherheit. Ja, ist okay. Okay, Aber nee, das sind zwei total andere Kulissen. Also wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, die Kolinda, macht sie denn wirklich ihr Job so gut wie die Merkel? Also das, sie ist zwar nur Frau drei, Merkel. Frau Merkel, wie, nicht die Merkel. Die Merkel klingt so ein bisschen wie Frau, Entschuldigung. ganz gut. Ja, Ja. dann muss ich mich entschuldigen. Also Deutsch ist nicht meine erste Sprache, das ist nicht meine Muttersprache. Also Englisch ist meine Muttersprache, aber vielen Dank, ne, dass du mich da jetzt, ne, korrigiert hast. Das finde ich nett von dir. Und na, auf jeden Fall kann die Frau Graba-Kitarovic, kann sie denn ihr Job genauso gut wie die Frau Merkel? Das kann man vielleicht gar nicht so schnell sagen. Die Kolinda, die ist jetzt erst 3 Jahre da und die Frau Merkel, die ist schon 13 Jahre da. Aber eine steckt sehr, sehr viel in ihr Aussehen rein. Ne? Das sieht man mit Kolinda, weil sie lässt sich auch öfters da am Strand fotografieren in ihr Bikini. Ne? Ja, und das ist perfekt. Aber, aber, ne? Themenwechsel. Ich Ja, glaube, lassen wir machen wir jetzt einen Themenwechsel. am Strand, okay? Genau. Die Bikinis lassen wir am Strand. Ja. Hört sich gut an. Aber das ist genau der Punkt, ne? Ich meine, das bestimmte, du kannst dich ja fotografieren lassen, wo und wie du willst, aber wenn ich Präsidentin bin, Ja. habe ich diese Publicity, die passt nicht. Das ist eine Nicht am Schieflage. Strand im Bikini. Ne? Also nicht, Nicht. wenn man aussieht wie ein Playboy-Model. Da gerade Muss irgendwie. man nicht. Weil Nee, es muss nicht. Ich bin ja wenn ich nicht mich da, so. um wie ein Playboy-Model auszusehen. Sage ich Ja, nun mal, ne? genau, wenn ich ein würdevolles Amt habe, dann muss ich mich nicht, ne, ohne, keine Ahnung. Aber gut, ist Nebensache, ist überhaupt nicht wirklich wichtig. Da hängen sich andere dran auf, wir wollen es daran nicht aufhängen. Nein. Also bin ich total spannend. Also ich kann Golanda, Nee, ich kann den Namen noch. sie heißt Kolinda Graba Kitarovic, heißt sie. Und die ist jetzt tatsächlich 50, sieht aber aus wie eine 35-Jährige. Also das ist Hut ab, ne? Schön. Freut mich sehr für Kroatien. War das Kroatien? Kroatien, ja richtig. Ich hoffe, dass sie aber ihr Job durch ihr Wissen bekommen hat und nicht ihr Bikini. Aber das lassen wir am Strand. We should join her at the beach, really. Go for a swim. Ja, meinst du? Ich habe gar kein Ah, das ist Bikini. lovely now. That would be so cool. Cooling down. That would be so lovely. We have autumn here. Wie viel Grad Wir habt ihr haben denn jetzt. jetzt? War heute Morgen spazieren, also in der frischen Luft. Ist schon kalt, ne? Schon frisch, knackig. Und ich habe den Ofen an im Wohnzimmer. Es war knackig, Kolinda auch. Haben die Paparazzi gesagt. Also ich ziehe knackige Kälte vor. Ich stehe nicht so auf, ne, das ist nicht so mein Metier. So, jetzt haben wir zwei Leading Women. Ja, richtig. Ich habe aber noch, warte, ich habe noch Ja, eine Notiz. wir hatten auch den Themen Funny Moments, aber ich glaube, wir haben schon Warte, genug Funny Moments warte, gehabt. ich wollte noch, gut, Ja. wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Nee, Sehe ich wir haben gerade. noch 20 Minuten, haben wir. Okay. 20 Minuten. Weil ich wollte, es ist zwar keine Leading-Frau, aber ich bin auf eine Frau gestoßen dieser Tage, die mich sehr beeindruckt hat. Ja. Wollte ich hier noch erwähnen, weil es ist nicht wirklich wichtig, eine Leading-Frau zu sein, aber eine gute Frau. Also, und eine Irene Sendler aus Polen, die hat in der Zeit des Faschismus, also in der Nazizeit, war sie Krankenschwester und hat im besetzten Polen hat sie 2500 jüdische Kinder gerettet. Und zwar gab es so einen Bollerwagen, kennst du diese Leiterwagen? Diese kleinen? Ja. Damit hat sie in so Leinensäcke,
quasi übereinander gelegt Ja. und sie hatte einen Hund dabei. Und immer wenn sie durch die Wache musste und ein Kind sich gemuckst hat, weil Kinder machen ja nun mal Geräusche, Husten oder was auch immer, dann war der Hund so dressiert, dass der gebellt hat. Und sie hat auf diese Weise, ich weiß nicht, wie viele Kinder auf so einen kleinen Leiterwagen passen, aber sie hat auf diese Weise 2500 jüdische Kinder gerettet aus dem Ghetto, die den sicheren Tod bekommen hätten. Ne? Die Nazis haben ja wirklich, war ja ganz grausam. Und die wurde hinterher gefasst und sie haben ihr wohl auch Beine und Arme gebrochen oder also zumindest haben sie furchtbar, furchtbar gequält. Aber sie hat es überlebt. Und von solchen Menschen kenne ich einige und ne, bin so auf der Ja, Spur. das sind auch Leaders. Das ist sicher sind das Leading Frauen, ne? Vielleicht Genau. kennt ihr Namen nicht jeder einzige hier, ne? Ja. Aber das sind auf jeden Fall Leaders in der eigenen, ne? Also In der auf jeden eigenen Fall. Liga. Ja, In einer ganz absolut. anderen, genau. Und aber das ist, was mich halt so beeindruckt auch, ne? Unter Einsatz ihres Lebens und ne, sie war wirklich mit Herzblut Krankenschwester und hat einfach die Not gesehen und hat einfach das getan, was sie tun konnte. Und das ist was mich so fasziniert. Ich denke, wow, ist das eine tolle, ne, eine tolle Persönlichkeit. Absolut. Lieber, also wir können Funny Moment, weiß ich nicht, ob wir das noch covern oder ob wir, weil wir ja auch männliche Zuhörer haben, Ja, gleich übergehen. aber siehst du, wir haben da zweimal auf einen, so als ich über Kolinda gesprochen habe. Das war für die Männer und Funny Moments. Nein, nein. Also was denn? Sollen wir einen Coinflip machen? Funny Moments oder Männer? Tendiere eher zu Männer, weil Funny Moments, die entstehen ja eigentlich auch, Ja. während wir uns unterhalten, Ja, oder? unser Leben sind nicht so funny. Die sind nicht Unser so was? lustig. Unsere Leben sind nicht so lustig. Also, ist okay. I really think they are. Komm, na, die sind vielleicht comical. Das ist was anderes. Well, I have great fun talking to you. I have great fun knowing you. It's amazing. It's Ja. my My, my, meine Praline hier, hör mal. Mein Chocolate vom Herrn hier, so eine Leute kennenzulernen. Man weiß nie, was so entsteht und hat immer, ne, Was, man tierisch weiß ja Spaß. nie wirklich, was aus dem Mund diesmal rauskommt. So. Schnell den Sensor-Knopf drücken, schnell, schnell, schnell. Es ist so köstlich, es ist einfach, ich genieße das in vollen Zügen. Es ist einfach, ne, voll. Ich habe heute Mittag Besuch. Ja. Eine Freundin, die ich schon seit 30 Jahren kenne, kommt heute, die sehe ich nur einmal im Jahr. Okay. Und ich muss noch kochen und aufräumen und mich seilen. Und also Bikini at the Beach quasi. Und ne, Da habt ihr so einen wir holen. Kolindertag heute. Nee, nicht wirklich, Ist kein weil wir Kolindertag. gar nicht so sind. Aber wir werden auf jeden Fall viel Spaß zusammen haben. Und mit ihrem Mann lache ich immer ganz viel. Ihr Mann und ich, wir haben so ein, also keine Ahnung, wir lachen über alles. Wir sehen uns an und können schon lachen. Das ist einfach so. Das ist einfach so, Es ne? ist Wir sind einfach, schön. Ja, ja, es ist krass. wichtig, mit Freunden lachen zu können, auf jeden Fall. Ja, total, Nicht total. Und nur, wie wenn sich der eine offen. lacht, aber wenn beide lachen. Ja, es ist Können sich köstlich manche und merken. Hammer. Und deswegen würde ich schon zum Thema Männer überschwenken Ja, wollen, einfach let's um. go. Das Gleichgewicht ist jetzt schon ein bisschen schwierig, weil von der Zeit her, aber Männer sind ja sehr gewichtig und ne, sozusagen die Krone der Schöpfung, hätte ich jetzt gesagt, würde ich jetzt auch sagen, Männer sind einfach heutzutage in ihrer Rolle. Also ich bin froh, dass ich kein Mann bin. Lord for this. Halleluja. You made me a woman. Thank you, Jesus. Ich weiß es nicht. Wäre, ich meine, ich bin ja auch sehr froh, eine Frau zu sein, auf jeden Fall, ne? Aber wäre es denn wirklich so schlimm, für einen Tag, sagen wir mal, ein Kerl zu sein? Nee, auch oh, bitte. Nee? Da will ich gar nicht, in diese Richtung will ich gar nicht gehen, weil ich wirklich, ich bin durch und durch Frau. Also das ist, Okay. ich will nicht mal für eine Minute ein Mann sein, Oh. weil ich genug, ich sag mal, in der DDR mussten die Frauen zum Beispiel wie Männer sein, weil die Männer oder in vielen, in den Nachkriegsjahren mussten die Frauen wie Männer sein, ne, die Trümmer wieder aufbauen, Trümmerfrauen. Meine Oma ist in Berlin eine von den Trümmerfrauen auch gewesen, unter anderem, hoffe ich mal, glaube ich jetzt mal, ich recherche das noch.
Die mussten quasi die Männerdomäne mitbesetzen und haben da keine Gelegenheit mehr gehabt, komplett weiblich zu sein. Das heißt, im Endeffekt glaube ich, dass ich glaube auch, dass es ganz, also diese Männerrolle, das finde ich heutzutage spannend, weil ich finde Männer auch total toll, die ganz sensibel und ganz filigran sind. Es gibt ja dieses Macho und wie ein Mann zu sein hat, ist ja, wurde ja Nee, vieles, vieles die Machos gefallen mir auch nicht. Also früher war. vielleicht, als ich jünger war, ne, fand ich das wahrscheinlich ganz toll, ne? Aber mittlerweile, ja, da lieber doch jemanden mit Köpfchen, ne? Ja, aber ich mag beides. Also ich mag Machos. Ich find das auch Ja, toll. naja, die müssen auch nicht schwul sein oder so. Das will ich jetzt auch nicht damit sagen. Die Wir sollen wollen nicht schwul aber, sein, wir wollen aber. aber nicht, wir wollen aber nichts gegen Leute sagen, die homosexuell sind. Das ist ein Nein, anderes. nein, das überhaupt nicht. Ich sage auch gar nichts gegen. Ich habe nichts gegen Genau. Bikinis und ich habe nichts gegen Homosexuelle. Bloß, Ja. ich weiß, was ich damit sagen wollte, ist. Es gibt, man kann auch zu sensibel sein, ne? Aber ne, ist also jemanden mit Köpfchen, der auch irgendwie versteht, ne, und ruhig und smooth ist, ne? Das ist der ideale Kerl, finde ich. Klingt nach einem Cocktail. Ein guter, feiner Cocktail oder ein feinen Red Wine, ne? Damit That's kann man doch. what we could, you know what we could do? Now we mix a cocktail now, just for fun. Ne? Aber ich meine, ich finde schon mal, was ich sehr männlich finde, ist, wenn Männer zum Beispiel in der Lage sind, ihre Gefühle auszudrücken. Ja, das ist toll, ne? Wenn sie wirklich so über ihre Gefühle reden können. Aber weißt du, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann als Frau. Ich bin mir nicht so sicher, dass ich das überhaupt so gut kann, ne? Aber ja, wenn ein Kerl, anstatt das irgendwie so richtig so reinzuhämmern, ne? Wenn sie wirklich so über ihren Tag so richtig gelässig reden können, über die Probleme, die sie hatten, ne? Wenn sie einfach überhaupt so über ihre Familie, wenn sie das einfach so ganz so ohne Gehässigkeit. Ne? Weil das kann auch sehr schnell irgendwie in das Gehässigkeit rüberziehen. Ne? Aber wenn die das schaffen, so ganz, ganz gelässig so drüber zu sprechen und so irgendwie von dir auch so ein bisschen Advice zu holen, das finde ich richtig sexy. Interessant. Und du Ja. nicht? Ich höre das ganz viel von der Arbeit und bin Ach, nicht so in diese. okay, von deinem Mann. Ich meine. Ja, siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns. Du bist seit wie vielen Jahren verheiratet? Seit 12 12, Jahren. boah, das ist, meine Kinder sind nicht mal so alt. Also ja, 12 Jahren seid ihr, gratuliere, ne? So 12 Jahre, das ist schon eine ganze Menge schon. Ich Ja. bin geschieden. Das ist der Unterschied zwischen uns. Also ich bin seit 8 Jahren jetzt geschieden. Und ja. Ich war, muss ich aber davor dazu sagen, ich habe ja erst geheiratet mit 38 und war davor, ich habe ja schon mal geheiratet, als ich 19 war und mich scheiden lassen, als ich 21 war. Also ich mache immer Crashkurse manchmal und war dann bis zu meinem 38. Lebensjahr auch geschieden. Also ich habe auch diese Zeit quasi hinter mir. Ja, also habe ich da noch Hoffnung, willst du damit sagen? Jede Menge. Da Ah, ist so gut. viel Luft nach oben. Da ist so viel, weißt du, also jeder, der in Panik ausbricht, false spirit, würde ich sagen, ist eine falsche Haltung, weil ne, da ist jemand irgendwo, keine Ahnung, wo du ihm begegnest, ob in Asien oder Südamerika oder, ne, keine Ahnung, Ja, ob Neuseeland ich so weit gucken möchte, weiß ich nicht. oder vielleicht sogar in Melbourne, in der Ja. City Hall, Train City Station, keine Hall Ahnung. Train Station. Ich gehe dann Mitternacht zum Train Station und sprich dann irgendwie so einen Penner an. Hallo? Entschuldigung? Sind Sie denn ein Kerl für mich? Looking for a perfect man. You Looking for a perfect look, man. yeah, you look like the perfect. Oh ja, du riechst auch nach dem perfekten Kerl. Ah ja, genau, Geruch, Geruch. Geruch finde ich auch übrigens total wichtig. So ein bisschen nach Urin, so Subway-mäßig. Ja, geht. Och, das Schätzelein. Naja, du hast doch damit angefangen. Hier, geh zum Bahnhof und guck dir die Männer an. Das ist mir jetzt. So nachts um 3 nach einer Disco-Party, die es nicht mehr zum Klo geschafft haben oder so. Rewind, rewind. Alright, okay, Okay. So, zurück. es war nur Melbourne oder Paris oder New York City oder Berlin. Ist völlig egal. Ja. Der wird
Ne, irgendwo ist einer gerade, der gerade merkt, dass er eine ganz, ganz tolle Frau möchte und will und sucht. Und er möchte aber eine mit Humor und mit Tiefgang und eine, die was aus der Kirche hat. Und eine, die ne, auch eben Rare Breed ist. So ein bisschen so wie Tante Heideltraut. schon vergeben. Und, ne, und dieser jemand wird gerade gemeldet. In the melting pot quasi of life. And you know, whenever the time is right, you make your paths cross each other. Nothing can hinder love. Nothing. Nothing and no one can hinder love. Nothing. Ja, Nothing and no one. aber zurück zu deinem Thema hier von Oh, wegen gut. my topic on this one is, I have a topic on this one. Ja. You should dress as a, this is for all the ladies and men now, a good advice from an Noch age mal auf group. Deutsch, weil unsere Hauptaudienz ist Deutsch. Sind alle Deutsch. Okay, ich hätte jetzt, sorry. Also das ist jetzt ein guter Rat für alle Frauen und Männer von einer schon etwas ne, betagten Lady. es ist eine Herausforderung, jeden Tag dress schick angezogen, gut angezogen, Also gepflegt. keine Jogginghose dann. Nein, Ah. bitte keine Jogginghose. Okay. Ich mache das auch, wenn ich zu Aldi gehe, weil ich keinen Bock habe, aber eigentlich ist es schon eine Ausnahme. Ja. Wenn du morgens aufstehst und du bist Herrin deines Tages oder Herr deines Tages, dann zieh dich bitte auch so an, als ob du Herrin oder Herr deines Tages bist, diesen Tages. Jeder Tag ist ein Geschenk. Ein Geschenk und was du daraus machst, liegt an dir. Und wenn du oder wenn ich rausgehe in die Welt und ich bin dressed, ich gehe auch dressed zur Arbeit, ne? Als Putzfrau. Dann hast du schon eine ganz andere Begegnung mit den Leuten, weil die dich angucken und du siehst ja nicht aus 0815, hast dir keine Gedanken gemacht, sondern du hast Du siehst deine dann eben, du siehst dann eben nicht aus wie Frau Merkel. Na, wollen wir so sagen. Nein, Du das wollte ich siehst jetzt gar nicht. Ich eher aus wie habe Frau Kolinda. Merkel noch nie Jogginghosen an. Auch sie macht sich Gedanken. Ich habe sie noch nie in Jogginghose gesehen. Ne? Also Nein, ich, aber das, ich, ja. was ich damit, was ich damit sagen will, um auf den Punkt zu kommen, das ist, dass jeden Tag besteht die Möglichkeit, dass du die One and Only über den Weg läufst und dann bist du gekleidet und er sieht dich und dann gibt es diesen Moment, a specific funny Moment. When you look here at him, wenn du ihn siehst und er sieht dich und dann, wow, what a woman, oder wow, what a guy. Also, okay, dann weiß ich, laut deinen Instructions hier, wenn ich jemanden über den Weg komme und ich sehe den und ich so, das ist aber einen schönen Popo oder irgendwie sowas, ne? Dann sage ich, drehe ich mich rum, hier mit dem Finger auf dem hier Cheek, ne? Und sage, wow, No what a guy, ne? Und mal way! gucken, was dann passiert. Das ist die Sprechblase, die du dir denken darfst. Ja, ich stelle mir vor, okay, dann bleibe ich einfach stehen hier mit dem Finger auf und drehe mich so rum und Genau. Sprechblase. Genau. Und da wird es Alles nämlich klar. interessant, weil ich Dating glaube, das ist ein Advice from Topic. Bianca. Well, yeah, it really is. Because it makes a difference. Ich treffe so viele Leute, wenn ich in der Stadt mit Dame unterwegs bin. Es ist immer ein Erlebnis, oder überhaupt, wenn ich unterwegs bin. Ja. Außer im Wald. Da brauche ich robuste Sachen und da treffe ich noch nicht mal einen Förster. Aber ich treffe so viele Leute, wenn ich unterwegs bin und habe ganz viele Gespräche und Begegnungen. Es reicht ein Lächeln, es reicht ein Hallo, es reicht ein, ne? Wenn jemand in die Nase läuft, dann reicht sie ihm ein Taschentuch, was auch immer. Aber es macht einen Unterschied, weil du den Unterschied machst. Weißt du? Wenn ich jemanden sehe, der aussieht wie ein Bettler, dann möchte ich ihm einen Euro in die Hand drücken oder ein Brötchen oder einen Kaffee. Klar. Das ist ein Unterschied. Ne? Und wenn mir jemand, also ich sehe oft, wenn ich so Männer und Frauen sehe, die gut angezogen sind, toll, ich freue mich darüber. Ich denke, wow, hier hat sich echt mal jemand Gedanken gemacht. Ne? Ja. Ich meine, Jeans und T-Shirt, ja, ist okay. Ich gucke dann, ist da was auf dem T-Shirt drauf, was interessant ist, weil ich finde schon, dass das, was wir tragen, widerspiegelt unser Inneres. Und wenn unser Inneres
Hallo, Kitty. Ja, meine kleine Katze ist da gerade über den ganzen Computer gelaufen. Dankeschön, Cleo. Darf mein Kater nicht. Mein Kater, der darf das gar nicht. Das würde der nie machen. Ich musste den auf den Schoß heben, damit er überhaupt nicht, ne? Also dass er überhaupt auf den Sessel kommt. Der würde nie freiwillig auf den Möbelstück gehen. Nee, die machen das ganz gerne und die machen das auch ganz oft. Aber das ist apart vom Thema von Männern. Das ist nicht mal ein Kater, das ist eine Katze. Sie gehört jetzt gar Ah. nicht zu diesem Thema. Hast du überhaupt was Männliches in deinem Haushalt? Nee, doch, ja. Ich hab da ein Kater. Also der eine Kater, das ist männlich. Also ich habe hier zwei Mädels. Das dritte Mädel, das bin ich. Eine Katze und dann habe ich den kleinen jungen Kater. Also Super. jung, so jung ist er auch gar nicht. Der ist mittlerweile 10. Aber ja, das ist das einzige Männliche eigentlich. Das ist. Okay, immerhin, immerhin. Es ist nicht ganz eigentlich ein komplett Ich glaube, female hier Haus. fehlt aber tatsächlich ein bisschen Testosteron aus, muss ich schon Male sagen. Vibration, jetzt. Hä? Male Vibration. Male Vibrations. Hier fehlen ein paar Vibration. Vibrations. Das sowieso. Ja, das sowieso. Jetzt müssen wir irgendwie auch zum Ende kommen, um unsere Zuhörer nicht echt zu strapazieren, weil ich weiß nicht, was jeder so für eine Time-Structure hat, für eine Zeitrahmen. Ja, Ich nee, finde das. also ich hätte da noch ein paar Minuten, um diesen Thema richtig abzuschließen. Ja, bitte, bitte. Also zurück zu, was du gesagt hast, weil du hattest ja vorhin von Geruch geredet. Das wie ein Kerl riecht, also solange nicht wenn es nicht wie ein Urin, aber wenn ein Kerl gut riecht, ne? Und ich schätze dabei, meinst du so Cologne oder Aftershave oder Männerparfüm, irgendwie sowas, ne? Das einen Riesenunterschied macht, ne? Sie nickt gerade mit dem Kopf, weil sie sagt nichts. Wenn jemand in der Einkaufs irgendwo neben mir läuft und ich sehe die gar nicht, aber ich nehme die mit meiner Nase wahr und dann kommt mir so ein, ne, so ein Duft entgegen, so eine Fragrance, wo ich denke, wow, und dann passiert schon mal so leicht mein Kopf, um zu gucken, wo kommt denn dieser Duft her? Ne? Also das ist schon, ne, ich guck mir die Typen nicht wirklich an, weil Nein? nee, ich muss auf Dano achten, der ist so ein Wildfang und ich bin konzentriert auf die Dinge, die ich tun muss und Aber die finde ich dann auch. kommt einfach dieses Geruch und du so, huch, ne? Es Ja, zieht dich so weg. Ja, das okay, da bin ich, ist es genauso mit mir. Wäre so, ne? genau. Und das finde ich dann, wo ich dann denke, holla, hier ist aber jemand So, wohlriechend, hallo. ne, Ja. aus seinem Haus gegangen und denke mir so, und das bringt mich sofort in eine andere Sphäre. Dann bin ich komplett, dann muss ich erstmal wieder, oh, wo war ich gerade mit meinen Gedanken? Das ist doch immer interessant, ne? Wie sehr Gerüche dich dein total blank, so mental blank, ne? Du musst ja auch so letztens erzählen, da auch das gleiche Ding, ne? Kerl vorbeigekommen, ne? Und weil wir standen so in derselben so Ort, ne? Wo auch immer das war. Und ne, dann hat man so erst gerochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Deo war oder ob das jetzt einfach so ein Männerparfüm war. Aber was auch immer das war, es ist scheißegal, was es war, ne? Man hat das, es war gut, ne? Und ich habe so eingeatmet, so richtig, so voller Tank, so. Und dann tatsächlich, du konzentrierst dich auf irgendetwas, ne? Und dann auf einmal so, ey, was war das denn? So, boah. Also das kannst du ruhig ein bisschen näher kommen. Das ist kein Problem. Completely. And that's so important. That is so, das ist so, ne? Also für mich, es kann ja, ist ja für jeden, manche sind ja mehr mit dem Auge oder mehr mit dem Gehör oder, aber Gerüche, Das ist schon was anderes, ne? Also genau, ich habe wenn ein Kerl gut riecht, ja. so ein kleines Parfümfläschchen mit Rose von Charonne. Ne? Und davon nehme ich nur ein Tröpfchen und verteile das so links und rechts an meinem Hals und ich habe einen Bruder in meiner Gemeinde, der mich gerne umarmt. Sehr gerne umarmt mittlerweile. Sehr gerne umarmt. Ja. Er ist glücklich verheiratet und insofern Das ist auch das dann, noch. Ja, ne? Bianca. Hör auf. Aber genau. Well. und das ist wirklich, wirklich, es macht, ne? Gut gepflegt.
Man muss sein, das ist die, aber ich finde, dass das Thema Körperpflege können wir noch als Topic irgendwann nehmen. Finde ich ein Ja, gutes ich Topic. glaube, das wäre auch eine interessante Topic, so, weil Ja. ich glaube, das ist für Frauen allgemein wichtig, Körperpflege, ne? Und einfach zu besprechen, drüber zu Ja. sprechen, was du weißt, ob ich mehr weiß als du, wahrscheinlich nicht, ne? Aber ne, wir können doch auf jeden Fall drüber sprechen. Vielleicht das nächste Mal wäre ganz gut, ne? Aber apropos Parfüms, ne, also Frauenparfüms, ne? Du magst ja hier das einfach das Auftupfen, ne? Aber ich sag dir, was richtig gut riecht für Frauen, ne? Weil ich kenne mich ja nur mit meinen Sachen aus, leider. Das ist traurig, aber wahr. Britney Spears. Die Britney Spears, die macht sehr, vom Preis her, sehr billige Parfüms, ne? Aber die sind sehr stark, ne? Also man braucht nicht viel, die sind aber sehr stark und die riechen göttlich, ne? Sie macht eine, ich glaube, das heißt Midnight irgendetwas, ne? Aber das ist richtig toll. Probier das nächstes Mal in der Gemeinde. Mal gucken, ob dich mehr andere oder auch nicht. Aber du kannst es ja probieren, wenn du nächstes Mal einkaufen gehst, ob dich Leute da umarmen, einfach so. Da, nee, ich bin eingeschworen, ich habe viele Jahre probiert und es gibt ganz viele, also meine Haut ist ganz merkwürdig, es gibt ganz viele Sachen, die ich einfach auf meiner Haut nicht, ne, hat einen anderen Effekt. Habe ich schon früh probiert und jetzt, jetzt bleibe ich bei den Sachen, die funktionieren, also die, ne, wo meine Haut und alles, Das wo ist ich merke, schade. das ist da, ich bin da, genau, Sandelholz ist eine Sache, das gibt es Ja, einfach hier nicht. Sandelholz ist schön, ne? Ja, Aber auch mag ich. Zimt, so Zimtgeruch, Zimt und Spice, ne? Ist auch Nicht? nicht, Magst du für nicht? mich. Ich bin da, Sandelholz und Rose ist so mein, ne, und der Rest ist Kennst du Moonflower? nee. Ja, Mo Mohnblume, klar. Mondblume, das ist schön, oder? Kenne Teuer, ich nicht. teuer. Aber Ja? schön. Okay. Wenn man das hat, ne, dann ist das richtig schön. Gut, alles klar, du musst weg. Ich muss aufs Klo. Dringend, mittlerweile. Ja, Really? ja. Woman? Aber hallo, ich sitze hier schon seit einer halben Stunde. Ich denke, ich muss aufs Klo, muss aufs Klo. Gut. I would sing a song or read something while you go, you know? Nächstes Mal, dann kannst du was singen. Ich Yes. einfach. Gut, ich dachte, ja, besser. Okay, wir rappen jetzt ab. Aber es hat nochmal viel Spaß gemacht, wie immer, mit dir zu reden, ne? Und Nico? ja, danke. Und wir werden dann, ich werde das dann in den nächsten eine Stunde oder so live machen. Dann Wow. kannst es dir alles nochmal anhören mit diesem, Ja, mit unserem wunderbaren Lied, was wir uns da ausgesucht haben für, ne, unser so kleines Klingelchen da. Und ja, also da würde ich sagen, hab noch eine schöne Woche. Und wir reden dann, ja, nächste Woche weiter. Nächstes Wochenende. alles klar, Shabbat Shalom. Okay. Ciao dann, ne? Hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade.